Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assetto Corsa, zu einem weiteren Video zum Rash Pack GLC und damit auch ja, zum ältesten Fahrzeug in diesem Pack, und zwar zum 250F Maserati Formel 1 Wagen aus dem Jahre 4 oder 55, egal, von zwischen 54 und 60 hat das Ding Einsatz gefunden. Und da gab es zwei Varianten von. Es gab einmal eine 6-Zylinder-Variante und einmal eine 12-Zylinder-Variante. Und wir haben auch beide im Red Pack dazu bekommen. Wir werden auch beide Varianten angucken. Deswegen auch, das ist so das einzige Fahrzeug, welches ich hier in diesem, in dieser Reihe, dieser Red Pack DLC-Reihe, ja, zusammennehme. Also wir fahren jetzt in der ersten Hälfte ein bisschen mit dem 6-Zylinder hier auf Imola. Und anschließend werden wir dann auf die 12-Zylinder-Variante wechseln. Dann werden wir, glaube ich, mal auf Mugello oder sowas gehen, würde ich sagen. Also auch, dass wir zwei verschiedene Strecken... Oder wir bleiben... Nee, wir bleiben hier. Dann können wir auch so rundenzeittechnisch ein bisschen Vergleich ziehen. So, also Strecke hier. Imola, wer es nicht kennt, von oben. Ich gehe mal ganz hoch. So ein bisschen erkennt man es. Schöne Strecke, schöne Gegend. Leider nicht mehr in der Formel 1 gefahren. Wurde ja lang als großer Preis von San Marino ausgeladen. Guck mal, hier ganz modern mit bei so einem alten Fahrzeug. Ja, man kann auch so sagen, zum 250F, was sehr besonders macht, ist, Juan Fangio wurde auf so einem Fahrzeug Weltmeister damals. Und ja, ich will gar nicht so lange reden. Ich würde sagen, wir springen in die Cockpitsicht. Ja, hier ganz rustikal. Ich mache mal die ganzen Apps dazu. Ich habe mal hier wieder die Zeiten-App mit drin. Und dann können wir ja mal gucken, was da so geht. Reifen habe ich jetzt gar nicht geguckt, was es da gab, aber ich denke mal, da gibt es auch gar nicht so viel Auswahl. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall, das habe ich noch gar nicht, glaube ich, gesagt, die 6-Zylinder-Variante und wir werden dann nachher auf die 12-Zylinder-Variante wechseln. Ich denke mal, dass wir bei der 12-Zylinder-Variante ein bisschen mehr Bums haben und dann vielleicht dementsprechend auch mehr Rundenzeit geht. Aber jetzt gucken wir einfach mal, was hier mit so einem alten Fahrzeug so geht. Ja, okay, ich merke schon was. Wir dürften eigentlich auch keine Traktionskontrolle haben. Nee, nicht verfügbar. Wäre auch komisch bei so einem Auto und ABS auch nicht. Also das wird lustig. Ja, man merkt es auch schon. Der Arsch kommt ein bisschen. Macht aber Spaß zu fahren. Jetzt erstmal auf diesen dünnen Reifen. Ja. So. Ja, man merkt kein ABS. Und ja, da rutscht und rutscht und rutscht. Aber das ist auch so ein bisschen gewesen, weil wenn man mal Aufnahmen von so ganz alten Formel-1-Fahrzeugen anguckt, die sind zum Teil echt so richtig quer hier durchgefahren. Und das sind halt so alte, die alten Reifen, die sind halt auch noch schmal und alles. Und Fahrwerkstechnik war da auch noch nicht so. Also man merkt schon, man muss hier auf den ersten Meter direkt schon echt arbeiten mit den Dingern. Ja, und das sind halt eiskalte Metallsärge, ne? Also mit den Dingern sind, wenn du da irgendwo gecrashed bist, da warst du tot, ja? Und vor allem die Überlebensrate war damals halt nicht so überragend. Gucken wir mal hier rum. Boah. Ja, Alter, das ist ja der Wahnsinn, wie hier. Da kann man ja richtig arbeiten. Aber geil, also sowas mal zu fahren, warum nicht? Und Assetto Corsa ist ja dafür bekannt, Sachen sehr, sehr gut umzusetzen, sehr realistisch. Und man hat auch hier direkt so das Gefühl, so ein altes, böses Ding zu bewegen. Boah. Ja, komm, bleibt gerade. Ja, da kann man auch ein bisschen mal üben, einen Gegenpendler abzufangen. Boah. Ja, ohne Scheiß, ich verarsche euch nicht, ne? Ich mache das nicht vergehen. Der Arsch kommt die ganze Zeit. Aber was man schon sagen kann, bei diesem Maserati auf den ersten Metern, Force Feedback auch wieder hier sehr geil umgesetzt, wie auch schon bei, ja, jetzt drehen wir uns gleich weg, wie bei den ganzen anderen Fahrzeugen. Komm. Hammer, hammer hart. Also da jetzt, die Reifen sind schon längst auf Temperatur, aber hier jetzt hier am absoluten Limit das Ding zu bewegen, das ist... Oh, yes, ey. Yo, da drehen wir uns weg. Nicht sterben, nicht sterben. Alles gut. Das ist ja interessant. Also da gucken wir mal, ob ich überhaupt eine gezeitete Runde hinkriege. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, ich muss sagen, zum Fahrzeug selber ist jetzt so das Fahrzeug, was mir am wenigsten interessiert hat beim Pack. Aber ich finde jetzt einfach mal, sowas zu fahren ist eine Erfahrung wert. Also jeder, der sich vielleicht... Ja, also die Bremsen blockieren ja mega schnell. Also ich darf ja kaum bremsen. Blockiert hier schon alles. Nee, was ich sagen wollte ist, das ist jetzt mal so ein Fahrzeug. Also die Leute, die das Red Pack haben. Also fahrt's, also jetzt auf den ersten Meter kann ich schon mal sagen, fahrt das Auto einfach mal, um die Erfahrung gemacht zu haben.
Natürlich, danach wird man es wahrscheinlich in der Ecke stehen lassen und es nie wieder fahren, aber es ist auf jeden Fall mal eine interessante Erfahrung. Ich meine, in Real Life würden die auch nicht nein sagen, mal so ein Ding zu bewegen. Einfach mal die Erfahrung zu machen. Ja, mehr wie viele Gänge haben wir nicht. Alter, ich habe Angst. Boah. Ey, das Ding blockiert. Ich bremse kaum. Ich darf ja gar nicht bremsen, oder was? Blockiert nonstop. Ist ja der Wahnsinn, ey. Kann ich Bremsverteilung ändern? Nee, natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Also zum Driften, ja, aber... Also ja, muss ich jetzt erstmal warm werden, bevor wir hier auf die 12-Zylinder-Variante umsteigen. Boah. Nee, die Bremsen blockieren wahnsinnig schnell. Krasser Shit. Ja, und ich darf es auch nicht so krass in die... Ja, das war jetzt kacke. Komm, kommen wir jetzt durchs Kies normalerweise schon. Ich denke nicht, dass wir bei dem fetten Ding stecken bleiben. So, nochmal aufs Neue. Ja, da kann man es fahren lernen. Na? Bei alten Frauen lernt man schließlich aus. Naja, na gut, lassen wir das. Alter. Ich brauche die ganze Fahrbahnbreite, um das Ding irgendwie gerade zu halten. Ja, Wahnsinn. Ey, wie früh muss ich denn bremsen? Also entweder bremse ich viel zu spät und dann zu stark oder... Ach, keine Ahnung. Muss ja jetzt, ich glaube, ich gehe ein bisschen mit zu viel Speed an die Sache ran. Ich probiere das jetzt einfach mal ein bisschen low machen. Ja, trotzdem kommt der Arsch. Wahnsinn. Ist ja echt krank, das Ding. Ich brauche die ganze Fahrbahnbreite. Nein, du bleibst jetzt hier gerade. Nein, ich blockiere, das blockiert schon wieder. Ich bremse ja fast gar nicht. Was soll denn das? Wahnsinn. Muss doch irgendwie möglich sein, hier eine... Es blockiert schon wieder. Ich bremse fast gar nicht. Das gibt's doch nicht. Ihr seht ja unten die Balken. Der rote Balken ist die Bremse. Ich bremse ja fast gar nicht und das Ding blockiert schon. Also das ist ja hier irgendwie... Haben die für eine Scheiße verbaut damals? Den Bremsweg von 500 Meter oder... Wahnsinn. Das ist wirklich eine ganz andere Art zu fahren. Bleib doch mal gerade jetzt. Nur am Blockieren das Ding. Wahnsinn. Guck mal, jetzt habe ich es gerade so geschafft. Hat das Ding überhaupt Bremsen? Das frage ich mich jetzt hier echt gerade. Komm, eine saubere Runde muss doch möglich sein. So. Also so viel rödeln, hätte ich echt nicht gedacht, dass ich das muss. Nein, nicht hier. Oh. Ja, komm. Ah, immerhin die Runde noch sauber. Wahnsinn, das macht schon Spaß auf irgendeine Art und Weise, aber es ist ja schon echt heftig, wie man hier fahren muss. Ich bremse halt fast kaum, ja, es ist, weil das Ding sofort blockiert. Wow. Wow. Komm da rum, erster Gang und... Na, bleib grad. Wahnsinn. Komm da rum. Nein, nein, nicht drehen, nicht drehen, nicht drehen. Ganz ruhig.
Ich komme mir echt so vor wie so jemand, der nicht fahren kann. So komme ich mir gerade vor. Wahnsinn. Das ist schon echt. Ey, blockier doch nicht! Gibt's nicht, wie das Ding blockiert. Ey, das geht doch bestimmt viel schneller hier alles. Also zumindest auf der Bremse. Also irgendwas muss ich ja falsch machen, oder? Könnt ihr mir gerne Tipps geben? Vielleicht denke ich auch nur, was blockiert. Und es ist tatsächlich die Bremsung oder so. Ich weiß es nicht. Wir haben immerhin mal eine Runde geschafft. Hui! Nee, das schiebt und schiebt und schiebt. Nee, also das ist kein Fall. Also ich werde mal, wenn wir dann gleich aufs Zwölfzylinder mal ABS dazu nehmen. Das ABS kann ich ja abschalten. Also einfach nur, um mal den Vergleich zu sehen, wie das bremst mit ABS dann einfach. Dann sehen wir es ja, ob, wie das ist. Ja, ich mache euch jetzt mal ab. Ich war jetzt keine Runde, aber mal so einen Abschnitt. Einfach mal drehe ich den Sound auf und ich halte die Klappe. Also viel Spaß. An der Stelle würde ich einfach mal sagen, wir wechseln das Fahrzeug und gucken mal, wie wir uns mit dem Zwölfzylinder gleich anstellen. Bis gleich. So, da sind wir zurück. Jetzt mit der Zwölfzylinder-Variante aus dem Jahre 57. Ja, ein bisschen optisch sieht er verändert aus, ein bisschen schnittiger, wie ich finde. Aber man sieht schon, dass es noch dasselbe Fahrzeug ist. Man sieht auch hier diese Ausbeulung. Ja, irgendwo müssen die Zylinder auch Platz haben. Damit hier auch zwei Endrohre. Ich glaube nämlich, wir hatten vorher gerade nur eins. Genau, klingt auch ein bisschen anders da. Ah, kann man schon mal anhören. Wir werden nachher auch gleich noch eine stille Runde machen. Und ja, ich würde sagen, wir springen ins Cockpit. Wir machen mal die Apps wieder an. Wunderbar. ABS habe ich jetzt mal. Kann ich jetzt einschalten? Ja, ich habe es mal dazu gemacht. Aber ich lasse es mal jetzt aus am Anfang auch nochmal. Und jetzt fahren wir erstmal. Da gucken wir mal, wie sich jetzt die 12-Zylinder-Variante im Vergleich schlägt. Wir haben jetzt hier auch 6 Gänge, also ein paar mehr Gänge, die wir auch anpassen können, wenn wir wollen. Man hört schon, der Heck klingt schon ein bisschen anders da jetzt. Oh, ja, und er dreht sich gleich weg. Es geht genauso wunderbar weiter, wunderbar. Oh. Mann, 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 Mann. Ja, ganz ruhig. Okay. Ja, wir haben ein bisschen mehr Leistung anliegen. Gewicht ist sogar gleich geblieben. Wow, wow. Ja, Alter, das ist ja krass. Also das kriege ich nicht mal mehr, kann ich nicht mal mehr bändigen jetzt hier. Oh, die Reifen sind jetzt auch ein bisschen dreckig. Das sieht sie auch. Alter.
Also es ist ja eine interessante Erfahrung. Ihr seht, wie der Ray hier gerade zugrunde geht. Wahnsinn. Ey, ich krieg das Ding nicht gerade gehalten, ey. Komm jetzt. Also ich meine, man kann ein bisschen besser mit dem Ding bremsen. Wie beim Vorgänger. Aber ich habe beim Beschleunigen jetzt viel mehr Probleme. Ist auch die Rundenzeit von vorher gar nicht gemerkt, aber eine Runde zu schaffen, ist jetzt hier auch erstmal wieder das Ziel. Das muss man mal klipp und klar so sagen. Aber ja, so langsam. Reifen sind warm, jetzt auch nicht mehr dreckig. Dann geht es schon ganz gut klar. Aber das ist... Können wir nicht erzählen, dass das die Speed ist, die man damit fahren soll. Ich glaube, die gehen schon eigentlich ein bisschen mehr Speed, oder? Aber hey, da muss man rödeln wie ein Irrer. Mann, Mann, Mann. Macht schon Spaß. Das ist eine interessante Erfahrung. Hey, jetzt untersteuern das hier beim Bremsen. Ey, das gibt's doch nicht. Ja, komm, ganz ruhig. Also ich mach mal ABS rein. Mal gucken, wie sich's da mit bremsen lässt. Ich bin nicht einfach auch nur zu dumm, so ein altes Fahrzeug richtig zu bremsen. So, jetzt gucken wir mal. Alter, habe ich mich verarscht? Ey, das ist echt heftig. Leck mich am Arsch. Ja gut, ich will mir unserem sicheren Tod schon entgegenfahren, ey. Hammerhart. Leck mich am Arsch. Also, für das Auto bin ich, glaube ich, echt nicht gemacht. Es ist so echt, puh. Alle anderen Fahrzeuge im Pack waren völlig okay. Ja, weißt du, das denkt man, ja, die modernen Formel-1-Fahrzeuge, die wir haben, das sind die wahren Biester. Nee, nee, nee. Das hier ist das Biest, ey. Lecco mio. Hier los. Ich krieg gar nichts hin. Komm, ganz ruhig. Ich will einmal eine harte Bremsung noch machen können mit ABS. Mal gucken, wie es da ist. Guck mal, da kann man richtig krank gut bremsen. Ja, bremst natürlich auch, aber bremst schon ein bisschen besser. Also, ich glaube, ich muss einfach nur mit ohne ABS noch ein bisschen üben. Wow. Das ist wahnsinnig, wie wenig Grip das Ding hat. Also, an schöne Runden und schnelle Zeiten ist hier echt nicht zu denken gerade. Also, es ist eine interessante Erfahrung. Jetzt kriege ich halt einmal in diesem First Look Video, was ich hier ja auch machen will, weil wie gesagt, ich fahre die Autos, wenn überhaupt, dann mal noch so ein, zwei Runden im Vorfeld, um ein bisschen gucken, ob alles geht und so weiter, aber ich habe ja gesagt, bei diesem Red Pack möchte ich ja gar nicht so viel vorher fahren oder sowas und das soll es ja nicht gehen, das soll ja mein Ersteindruck sein und mein Ersteindruck ist hier definitiv, ja, damit kann man, denke ich, ganz schön viel Zeit verbringen, das Auto dann entsprechend zu bewegen. Das ist, glaube ich, ein ganz eigener Fahrstil, was man hier an den Tag legen muss. Ihr merkt ja, wie sehr ich hier mit dem Lenker die ganze Zeit rumrödel. Das ist echt der Wahnsinn. Also, verarsche ich hier echt nicht. Ich glaube, jeder, der das Red Pack schon besitzt und das Ding mal ausprobiert hat, kann das nur bestätigen. Echter Wahnsinn hier. Sehr, man hier rödeln muss. Nein, 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 nein. Komm, brems ab, brems ab, brems ab. Ja, danke. Ja, mit ABS geht es ganz okay zu bremsen, würde ich sagen. Aber ihr merkt schon, wie ich am Gas rum. Ey, das ist doch nicht normal, ey. Ich kann kaum Gas geben.
Wahnsinn. Aber klar, die alten Dinger, die waren natürlich echt übel zu fahren. Boah, Leco mio. Wahnsinn. Mehr muss ich dazu echt nicht sagen. Also es ist eine ganz andere Art zu fahren. Macht schon Spaß, irgendwie so. Ich habe immer gerade so irgendwie das Gefühl, ich glaube, ich mache was falsch. Aber ich glaube, so viel falsch mache ich da gar nicht. Es ist halt, solange ich auf der Strecke irgendwie bleibe, ist es, glaube ich, okay. Es ist halt einfach nur eine Übungssache, glaube ich, einfach. Und ein ganz anderes Fahren. Und man muss halt mehr mit dem Lenkrad arbeiten. Das Lenkrad wird mir danken, dass ich das so viel Force Feedback simulieren muss. Das war wieder zu schnell. Das gibt's doch nicht. Ey, was ist denn das? Wie muss man denn hier fahren? Ey? Wahnsinn! Ich würde sagen, ich mache noch ich verabschiede mich jetzt an der Stelle schon mal und gebe euch einfach die letzten Bilder, gebe ich euch mit vollem Sound. Direkt vielleicht mal aus der Außensicht. Und ja, an der Stelle sage ich schon mal, das war's mit Maserati. Ich bin dessen noch nicht mächtig, aber vielleicht kommen wir mal wieder auf so ein Fahrzeug zurück und vielleicht mit ein bisschen Übung, mit ein bisschen Vorbereitung geht es dann ein bisschen besser. Aber wie schon gesagt, diese Red Pack Videos sollen nicht mit mega Vorbereitung und Hotlapping sein, das können andere, denke ich, auch besser wie ich. Das soll einfach nur so ein First Look sein, so ein First Drive, mein erster Eindruck zu diesen Fahrzeugen. Und ich gebe euch jetzt den vollen Sound. Ich bedanke mich, ein Fahrzeug steht noch aus und ich denke, auf das kann man sich auf jeden Fall freuen bei diesen Red Pack Videos, die ich hier mache. Und wer 1:1 zusammengezählt hat, weiß natürlich, was beim nächsten Video für ein tolles Fahrzeug kommt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich habe mir meiner Meinung nach das Beste zum Schluss aufgehoben. Ich bin jetzt aber raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann. Ciao, ciao.